Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, heute ist Donnerstag, der 4. Mai. May the 4th be with you, wie Star Wars Fans heute sagen. Neuen Star Wars Content haben wir natürlich auch. Zuerst wird es heute aber royal. Die Serie Bridgerton gehört zu den erfolgreichsten Serien, wenn es um Historiendramen geht. Nach 2 Staffeln der Hauptserie gibt es jetzt das erste Spin-off. In Queen Charlotte, eine Bridgerton-Geschichte, geht es dieses Mal um das Leben und die Liebe der deutschen Prinzessin Charlotte und dem britischen König George III. Prinzessin Charlotte, wie sie in England genannt wurde, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts an den britischen Hof gebeten, um George zu heiraten und beide Königshäuser zu vereinen. Es gibt einen Grund dafür, dass sie mich wollten. Nur welchen? Charlotte, es gibt schlimmere Schicksale, als den König von England zu heiraten. Sie werden viele Kinder bekommen. So viele Kinder wie möglich für meinen Sohn. Guten Tag, Milady. Kann ich euch in irgendeiner Form behilflich sein? Nun, ich suche den besten Weg, die Gartenmauer zu überwinden. Und das tut ihr wozu? Sie weigern sich, einer Dame in Not zu helfen? Nur wenn jene Dame eine Mauer überwinden will, damit sie mich nicht heiraten muss. Hallo, Charlotte. Eure Majestät. Für euch bin ich George. Wie auch schon die Originalserie nimmt sich das Spin-off einige Freiheiten, wenn es um die historischen Fakten der Story geht. Fans von Romanzen werden aber wieder auf ihre Kosten kommen. Alle Folgen von Queen Charlotte, eine Bridgerton-Geschichte, gibt es ab heute auf Netflix. Heute darf natürlich auch Neues aus dem Star Wars-Universum nicht fehlen. Und Star Wars muss nicht immer groß angelegt sein und über mehrere Filme oder Staffeln erzählt werden. Mit Star Wars Visionen gab es 2021 bereits 9 Kurzgeschichten aus dem Star Wars-Universum, die das bewiesen haben. Alle Geschichten wurden von unterschiedlichen japanischen Anime-Studios produziert und geschrieben. Unter anderem gab es 2 Folgen vom japanischen Studio Trigger. Jetzt gibt es mit Volume 2 neues Futter. Jeder besitzt ein inneres Licht. Folge dem Licht. Pa wusste immer, dass du für Größeres bestimmt bist. Was, wenn du weggehen könntest? Hab keine Angst. Es gibt ja andere, die so sind wie du. Ich hab's selbst gesehen. Sie hat besondere Kräfte. Schaffst du jetzt bitte euer Baustellenklo von der Startlinie runter? Sie ist ein totales... Ganz genau. Diesmal wird es international. Für Volume 2 wurden Animationsstudios aus Chile, Südafrika, Frankreich und Indien engagiert, um Star Wars ihren ganz eigenen Stempel aufzudrücken. So sind zum Beispiel Aardman Animations am Start, die für Wallace und Gromit und Shaun das Schaf bekannt sind. Alle 9 Kurzgeschichten von Star Wars Visionen Volume 2 gibt es ab heute bei Disney+. Als die österreichische Serie Der Pass zu Beginn mit der Erfolgsserie True Detective verglichen wurde, waren viele Leute skeptisch. Doch spätestens nach Staffel 1 war klar, dass beide Thriller-Serien in einem Atemzug genannt werden können. Mit Staffel 3 endet jetzt die Serie und lässt Gedeon Winter und Ellie Stocker wieder zusammen ermitteln. Trotz ihrer Abneigung füreinander müssen sie jetzt zusammenarbeiten, um einen religiösen Serienkiller zu überführen. Es gibt äußerst seltene Fälle, wo Menschen ohne Motiv morden. Sie töten nur des Tötens wegen. Er wusste, eins zu werden mit dem Wald. Herr über die schwarzen Kräfte der Welt. Ein Stellvertreter des Teufels auf Erden. Darf ich fragen, was zwischen euch vorgefallen ist? Verrat. Schon im Trailer kommt eine Stimmung auf, die gerade für Freunde von Filmen wie 7 vielversprechend wirkt. Die erste der letzten 8 Folgen Der Pass gibt es ab heute auf Wow, die restlichen 7 dann wöchentlich. Für heute war's das wieder, aber morgen gibt es schon eine neue Folge. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder eurer Go-To-Podcast-App. Lasst uns auch gerne eine Sternebewertung da, darüber freuen wir uns immer.
Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Produziert wurde die Folge von Henrike Heidenreich. Mein Name ist Michelle Paulina Kolberg. Tschüss und möge die Macht mit euch sein. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.